Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Metroid Other M. Ja, im vorherigen Part kam es erstmal zu einem Kampf gegen eine ziemlich widerliche und merkwürdige, gruselige Kreatur. Aber die anderen Soldaten haben mit ihren Freeze Guns das Vieh eingefroren und Samus hat dann eben feste draufgehalten mit ihrem Raketenwerfer. Also die Missiles haben es dann erledigt und jeder von ihnen hat jetzt unterschiedliche Aufgaben erhalten, wurden zu unterschiedlichen Sektoren verwiesen und Samus' Aufgabe war es erstmal im Kontrollraum wieder für Strom zu sorgen. Das habe ich ja jetzt auch geschafft, deswegen bin ich jetzt wieder hier im Navigationsterminal und ja, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, dieses eine gelbe Ding, was da so leuchtet, in dem Raum vor mir, wo der Aufzugsschacht ist, das kann ich mir jetzt wirklich noch nicht holen, weil ich da einen ganz anderen Beam brauche, um diesen komischen Schalter da zu betätigen. Also brauche ich dabei noch nicht dran zu denken, mir das zu holen, das geht erst sehr viel später. Aber gut, jetzt werde ich wie gesagt erstmal Adam Bericht erstatten. Wie ihr sehen könnt, ich habe zumindest schon meinen ersten Energietank und meine ersten drei Missilcontainer gefunden. Also, dann werde ich jetzt wie gesagt Bericht erstatten. Samus, go through the hatch on your right and head towards Sector 1. Lyle went ahead to secure a route to a facility of interest. I'll leave you to survey Sector 1. Okay, mein neues Ziel ist also Sektor 1. Na gut. Head to Sector 1. Ja, ist schon gut. Ich bin ja schon auf dem Weg. Bin ja schon auf dem Weg. So, Moment mal. Hier kann man übrigens eh eine Übersichtskarte von dem Battleship sehen. Das ist wirklich ziemlich groß. Also hier ganz oben ist eben die Kontrollbrücke. Da sind wir gerade. Ja, eigentlich ja hier beim Main-Sektor, also Hauptsektor. Und hier eben gibt es Sektor 1. Noch tiefer Sektor 2 und ganz tief unten Sektor 3. Genau, wir sehen hier sind so Signale, die gesendet werden. Ja, so technologisch sehr weit fortgeschritten natürlich. Ich meine, Metroid an sich spielt ja zu einer Zeit, wo die Menschheit ziemlich dezimiert wurde, eben von den Weltraumpiraten. Da haben nicht mehr so viele überlebt, jedenfalls auf der Erde dürfte es gar keine mehr geben, weil ein Fahrstuhl. Also ganz genau kenne ich mich damit wenig aus, aber ich weiß nur, dass in Samus' Kindheit die Erde damals von den Weltraumpiraten angegriffen wurde und dabei auch Samus' Eltern von Ridley getötet worden sind. Deswegen ist sie ja auch ein Waisenkind. Und sie ist dann eben aber bei den Shots so groß geworden und warum ist diese Tür hier zu? Warum nur? Naja, gehe ich eben hier lang. Nur sowieso, wie gesagt, zur Sektor 1. Ja, das kommt einem eh irgendwie ein bisschen bekannt vor. Wer schon mal Metroid Fusion für den Game Boy Advance gespielt hat, dem wird das sehr bekannt vorkommen, weil auch da war man auf einer Raumstation, die in mehrere Sektoren unterteilt war. Und hier ist es eigentlich nicht anders. Gut, dann fahre ich jetzt erstmal hier ein Stück nach unten. Ach, die kenne ich aber auch aus anderen Metroid Games. Das sind diese Puffer, die Giftgas freisetzen. Und oh mein Gott, schon wieder diese Viecher mit dem Overblast. So, draufspringen. Und Headshot. So, und du auch. Na los, komm. Boom, Headshot und tot. So, alle Gegner besiegt und die Tür. Da, wow, verdammt. Es sind ja noch mehr von denen. Doch noch nicht alle Gegner besiegt. Fies. Wusste ich ja gar nicht. Könnt ihr mich nur so erschrecken? Und stirb. So, was ist das jetzt? Immer noch nicht? Ist hier noch irgendwas? Kommt hier noch was runter? Tatsächlich. Aua. Du Mistvieh. Na warte. Stirb. So, aber jetzt. Jetzt leuchtet die Tür grün. Also es ist oft so, wie man es aus anderen Teilen der Metroid 3 auch kennt, dass man einfach mal alle Gegner in einem Raum besiegen muss, damit sich die Türen entriegeln. War eigentlich fast immer schon so. Und
Ah ja, hier haben wir jetzt... Hauptfahrstuhl. Genau, beim Hauptfahrstuhl habe ich eben die Möglichkeit, zu Sektor 1, 2 und 3 zu reisen, aber da eh schon zwei andere Typen in Sektor 2 und 3 unterwegs sind, soll ich ja sowieso nur zu Sektor 1 gehen, also hier die Farbe grün, die anderen beiden kann ich eh nicht benutzen, weil die Türen verriegelt sind, dann bleibt mir eh nichts anderes für mich. Also dann, abwärts bitte. This elevator is bound for Sector 1. A Level 3 warning is now in effect in Sector 1. Please avoid traveling alone and remain armed. Stay alert to your surroundings at all times. Man kann ja auch immer irgendwie so eine Computerstimme hören, die immer wieder Anweisungen gibt, die hier gerade was im Aufzug gesagt hat. Also, ist ja auch sehr toll. Bitte begeben Sie sich nur mit Bewaffnung und in Begleitung in diesen Sektor. Ja, super, ich bin hier aber ganz alleine. Sehr witzig. Na gut, also. In ADM haben eigentlich alle drei Sektoren hier eine Farbe zugewiesen bekommen, um sie besser unterscheiden zu können. Also Sektor 1 ist eben grün, Sektor 2 ist blau und Sektor 3 ist rot. Und ja, jetzt gehe ich einfach mal hier weiter. Ah, hier ist sowieso wieder ein Navigationstürmel und ich bin wieder mal gezwungen zu speichern, aber meinetwegen. Okay. Ah, und natürlich wird auch meine Karte aktualisiert. Da muss ich als nächstes hin, da ist das nächste Navigationsterminal. Du sagst es. So, Tür geht auf und Sektor 1, Biosphäre. Wow, wie... Alter, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja hier der reinste Dschungel. Also, alle drei Sektoren sind an eine Art von Ökosystem angelehnt. Also hier Sektor 1, Biosphäre. Oder wie sie es Englisch auch immer aussprechen, Biosphere. Das ist eben so eine Art Urwald, Dschungel, was weiß ich auch immer. Sieht jedenfalls so aus, alles voll mit Pflanzen und Insekten überwuchert. Man, können die hier nicht mal Ruhe geben? So, drei Missiles und die sind hinüber. Also das Nest ist kaputt. So, zack. Natürlich eigentlich die Frage, warum wurde das hier eigentlich so gestaltet, ne? Was ist der Sinn? So, ich habe gerade irgendein fettes Vieh getötet. So, ist hier hinten nicht wieder... Nee, ich will eigentlich da hinten dieses Ding hier. So, und kaputt gemacht. Oh, habt ihr kein Zuhause mehr? Das tut mir aber nicht leid. So, stirb. Gibt's ja nicht. So, weiter geht's. Was zum... Hä? Was ist denn hier jetzt los? Die Tür ist ja... blockiert. Okay, normale Missil. Gut. Bitteschön. Zack. Ah, na bitte. Ranken haben die Tür überwuchert. So. Was zum... Hey, wieso ist hier abgeschlossen? Oh oh. Ah! Alter, was ist das denn? Wow! Alter! Sieht ja aus wie ein richtig fettes Chamäleon. Vor allem kann es sich auch tarnen. Das ist auf jeden Fall so eine Art Chamäleon. Aua! Mann, wo steckst du? Ah! Jetzt habe ich dich gesehen. So. Bam! Und... Wo ist das? Voll in die Fresse. Wow, da ist ja noch eins. Yay, wo steckst du? Zeig dich. Zeige dich. Hier ist doch noch eins. Ah, hier drüben.
muss einfach nur warten, bis es auf mich spuckt. So, irgendwo hier. Hier? Hier ist es doch irgendwo. Hallöchen! Wo steckst du? Ja, hier. Man trifft doch mal. Da ist es doch. Oh. Na, warte. Aua! Hörst du auf? So, fries und stirb. Oh, Alter. Was leben hier überhaupt für Kreaturen? Ist ja richtig übel. Die habe ich auf jeden Fall nicht zum letzten Mal gesehen. Das könnt ihr mir glauben. Oh mein Gott, da vorne. Oh, da oben ist ja schon wieder so ein Ding. So, auch hier wieder. Normale Missil und Feuer. Und Feuer. Und nochmal. So, jetzt habe ich nur noch meine über und... Ah, Hilfe. Boah, ey, wo bin ich hier? Wie das hier aussieht. Na, Respekt. Haben sie sich ganz schön Mühe gegeben, das hier alles so zu züchten. Aha, okay. Das heißt, das kann ich hier so im Kreis laufen. Moment mal, eigentlich muss ich, glaube ich, nicht hier hoch. Ich muss doch... Muss ich nicht hier lang? So, ich gehe mal hier lang. So, wartet. Karte sagt... nee, Karte sagt falsch. Okay, Karte sagt falsch. Dann muss ich doch nach oben. Tut mir leid. Wusste ich ja nicht. Vor allem da oben sind solche ekligen, fleischfressenden Pflanzen. Jetzt züchten die hier Venusfliegen fallen, oder was? So, springt man am besten einfach drüber. Aha, daneben. Kann man die nicht irgendwie... Ne, die sind gänzlich unempfindlich gegen Beschuss. Ja. Sehr widerlich. Meine, wer hätte jemals erwartet, dass es hier an Bord dieses, ja, von diesem Ballship hier so einen Ort gibt? Dass das hier überhaupt so aussieht? So, oh, na super, ich brauche hier schon wieder. Nein. So, Vorrat erschöpft. Aber, Concentration-Technik, ich habe wieder Missiles, ja. Darf man ja nicht vergessen. Hat man so gesehen eigentlich fast immer unendlich viele davon, weil man sich die ja immer auffüllen kann. Samus, was machst du? Bitte ziele doch hier drauf. Da, wow, 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 Alter, seid ihr bekloppt. So, kaputt gemacht. So, nächstes Navigationsterminal. Und wo muss ich jetzt hin? Oh. Hey, das ist ja noch relativ groß. Ja, jetzt muss ich bis dort nach hinten. Okay, na dann machen wir mal weiter. Es ist ja noch genug Zeit für diesen Part eingeplant. Hilfe. Was sind das denn hier schon wieder für Viecher? Alter. Boah. Hatte sie noch alle? Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich will hier einfach nur durch. Unglaublich. So. Oh, nein, 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 loslassen! Aha. Ach, die kann man... Ah, ganz vergessen. Die kann man ja mit Morphball-Bomben umbringen. Sehr schön. Autsch. Aua. Oh, verdammt! Was ist denn hier los? Ja, alles voll mit Dornen. Mann. Was zum... Oh, Hilfe, da kommt irgendwas! Au! Alter, was ist denn das hier? Es randaliert! Es verfolgt mich! Hilfe! Oh mein Gott, was ist das denn für ein fettes Schwein? Sieht ja aus wie so ein Gürteltier. Na warte. Boom! So, Lel Strike. Drücke 1 und das steuert gleichzeitig in Richtung eines zu Boden gegangenen Gegners.
So. Hopp! Na los, komm schon. Ah, okay. Ist schon tot. Boah, was war das denn für ein Vieh? Ja, da ist ja noch eins! Hilfe! Und... Bam! Noch eins! So, jetzt über... Oh mein Gott! Ich kann auch mal einen Teil meiner Energie auffüllen. Der... Oh! Oh! Sie haben mich umgebracht! Oh, Game Over! Ey, wie scheiße ist das denn bitte? Na, natürlich fortsetzen. Also, Freunde, das wird mir in ADAM sicher noch sehr oft passieren. Ja. Muss ich nochmal machen. Supi. Muss ich halt hier nochmal weitergehen. Das war ja mal wieder total fail. Ja, also ich bin jetzt gerade das erste Mal in ADAM gestorben. Wenn ich da denke, dass ich in der Prime-Trilogie in allen drei Teilen nie gestorben bin, dann könnt ihr mal sehen, wie schwer ADAM eigentlich ist. Vor allem, was ich an dieser Konzentrationstechnik so saublöd finde, man kann ja seine Lebensenergie wiederherstellen, aber man muss absolut stillstehen und man darf auch nicht von einem Gegner natürlich eins in die Fresse kriegen. Ich meine, wie soll das gehen? Ich meine, sind Gegner, die Gegner sind ja nicht so blöd und warten extra drauf, dass ich, ja... Ihr wisst schon, die warten ja nicht darauf, dass ich mich dabei heile. Die werden natürlich weiterhin angreifen. So. Das ist unglaublich. Ja, also ich hätte es mir fast denken können, dass mir das passiert. Aua! Verdammt! So, erstmal hier die kleinen Mistviecher wieder umkühlen. Hier, zack. Ey, diese Mistviecher. Vor allem gleich zwei auf einmal, das ist ja voll unfair. So. Jetzt kommt hier wieder das erste Vieh. Der erste kleine Scheißer hier. Los, hör auf, dich hier so dumm rumzurollen. Drecksvieh, du Blödes. So. Unglaublich, aua. So, fries! Aua! Hörst du auf mit dem Blödsinn? So, hier für dich. So, tot. So, jetzt kommen die nächsten beiden. So, hier, Nummer 1. Und Nummer 2. Ich meine, was soll denn das? Warum zwei auf einmal? Das ist doch gemein. Na, aua! Nein! Kann ich den nicht irgendwie... Nein! Hey! Aua! Mann, jetzt hört doch mal auf mit dem Dreck! Seid ihr vollkommen Banane? Ich glaube schon. Warum auch zwei auf einmal? Das ist voll unfair. So... Oh, und Headshots! Und... So. Bam! Little Strike. Der ist down. Jetzt bist nur noch du über, hä? Huh? Aua! Hör auf damit! Stirb gefälligst! Missgeburt. Kann man nur so hässlich sein? Alter! Die Gegner sind hier teilweise echt hart, aber das ist das eigentlich nur ein normaler Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch einen Hard-Modus, aber das wäre glatter Selbstmord. Aber warum muss sie sich auch immer gleich wieder einrollen? Hör auf damit und komm da raus! So, tot. Jetzt kommt noch mehr von denen. Ich glaub das ja nicht. Was geht mit euch? Puh, ganz schön krass, ja, ja. Aber da gibt's noch viel Schlimmeres. So, hier zum Bleistift.
Hey, warum ist die Tür hier schon wieder zu? Was soll das? Supermissil? Hey, kann ich ja noch gar nicht. Ja, stattdessen muss ich hier, glaube ich, jetzt mit dem Morphball rein. So, genau. Oh, nein, nicht schon wieder! Ich will nicht nochmal sterben, hallo? Geht's noch? Whitey! Stirb, du blöde Mistsau! So, los! Ja, seht ihr, wie lange das dauert? Boah, das ist doch krank! Also, ich meine, es gibt auch in dem Spiel Items, wodurch... ich glaube, das geht jetzt zwar dann nicht schneller, aber das Missil auffüllen geht dann schneller. Aber es gibt auch Items, mit denen man, wenn man die findet, dass man mehr Lebensenergie auf einen Schlag wiederherstellen kann. Und seht mal, da oben ist wieder ein Missilcontainer drin. Genau, Missilcontainer, aber ich glaube, kann ich mir den überhaupt holen? Moment mal, sieht hier so verdächtig aus. Ja, oder auch nicht. Sehr witzig. Hier muss doch irgendwas sein, wenn ich hier sonst nicht weiterkomme. Die Tür ist ja blockiert. Nein. Ja, seht ihr? Ich werde nie in der Lage sein, Powerbomben einzusetzen. Für eine verdammt lange Zeit nicht. Weil der liebe Adam das einfach nicht möchte. So, warte, man kann... Da oben, das sieht doch aus wie ein Lüftungsschacht, oder hier? Kann sie sich hier nicht... Ah, na eben, hier kann sie sich hochziehen. Da ist ja der Missilcontainer. So, und jetzt kann ich hier durchrollen. So, ah, na bitte. So, Karte, was sagst du? Es ist noch ein schönes Stück hierhin. Okay. Warte mal, was ist denn hier drüben? Ach so, hier ist wieder diese Türpanzerung, ne? Das bringt mir ja wenig. Hier unten? Ah, hier nicht schon mal? Ne, Quatsch, das ist doch Sektor 1, das sieht nur so ähnlich aus. Kartenmäßig... Was ist, ich will nur wissen, was hier drüben ist. Wenn ich hier so lang gehe... Achso, da bin ich eh auf dem richtigen Weg, na dann. Ach, dann passt das schon. So, Zuchtraum. Was, Zuchtraum? Was ist denn hier gezüchtet? The large cage-like booth looked like something had been raised in it. And in one corner was the miserable form of a researcher's corpse. This victim hadn't sustained the same injuries. The dead I'd seen had been torn apart by something large. This one had been attacked by a different type of creature. And as I studied the violence this creature had wrought, I felt something in the air, the presence of a dark intelligence. Na super, die Präsenz einer dunklen Energie, also eine dunkle Präsenz, na supi. Also jetzt haben wir hier gerade einen weiteren toten Forscher entdeckt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss hier einfach wieder rausgehen, weil jetzt zeigt der Pfeil auch ganz woanders hin. Das ist natürlich jetzt die große Frage, was wurde hier aufgezogen, beziehungsweise was wurde hier gezüchtet. So, dann gehe ich halt mal hier weiter. Hier ist ja auch wieder so ein Vieh. Seht mal. Haha, hab's kaputt gemacht. Okay, hier ist überhaupt nur so ein... Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, dass ich das hier kaputt gemacht habe. Oder kann ich hier als Morphball noch rein? Kann ich hier was machen? Nee. Vielleicht musste ich das sogar machen. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Wie gesagt, ich habe Metroid Other M bisher nur ein einziges Mal durchgespielt. Somit... Ja, somit werde ich mich oft genug noch verlaufen. Wirklich, hier ist doch sonst nichts. Warum? Kartenmäßig? Hier muss es noch woanders lang gehen.
eine Ebene runter? Ja, nee. Aber hier... Moment mal, hier komme ich doch dann wieder dort lang. Von da komme ich doch gerade. Aber warum wird mir hier dann noch was angezeigt? Die Tür ist jetzt abgeschlossen. Nee, hier ist es uns nichts. Mann, was soll das? Wo muss ich als nächstes hin? Ich stecke hier gerade irgendwie voll fest. Oder muss ich mir hier irgendwie die Karte mal kurz angucken? Nee, das bringt ja gar nichts. Hier geht's nicht weiter. Hier... Oder ist hier was? Nee, hier oben ist überhaupt nichts. Da ist nur dieses Ding und hier komme ich ja gar nicht weiter, weil hier... Ne? Supermissil. Was soll der Blödsinn? Also hier geht das schon mal nicht. Ich muss hier in dem Raum irgendwas machen, aber was? Was muss ich hier machen? Ich sehe hier eigentlich nur... Bilder? Dieses komische Vieh, was ich gerade vorhin abgemurkst habe? Hier ist jetzt nichts. Hier ist nichts. Was soll das? Ich häng jetzt gerade schon voll fest. Ich meine, ich komme hier nicht raus. Ich kann in dem Raum nichts machen. Und hier unten ist doch sonst auch überhaupt nichts. Ist hier irgendwie... Ja, hier ist uns nichts. Der Pfeil zeigt nach da oben, ja, so nur um hier ran zu zoomen. Von hier aus geht's aber gar nicht wirklich weiter. Es geht nur von dort, wenn ich von dort nach da und... Was zur Hölle nochmal? Warum komme ich denn nicht mehr zurück? Hier sind Türen, die überhaupt... Ja, hier. Die Tür ist zu. Hier war ich vorhin gerade drin, aber hier komme ich jetzt gar nicht mehr rein, weil es scheinbar keinen Sinn macht, hier nochmal reinzugehen. Ne? Tür leuchtet rot. Zutritt nicht gewährt. Tür verriegelt. Ich muss hier schon wieder irgendwas übersehen haben. Aber wie komme ich denn jetzt nochmal zurück? Ich bin doch durch so ein... blöden Lüftungsschacht hier reingerollt. Wie komme ich da denn jetzt gar nicht mehr rein? Hier oben irgendwie wo. Was ist denn da? Was ist denn das da oben überhaupt? Das ist einfach nur ein rotes Licht, oder? Eine kleine Lampe. Hm. Ich will aber hier durch. Was soll denn das? Oder kann ich nicht doch irgendwie... Das sieht hier so aus, als könnte ich mit dem Morphball rein. Aber das geht nicht. Doch. Ha, na also. Sorry. Jetzt war ich echt für einen kleinen Moment war ich ein wenig verwirrt. Da habe ich mir schon gedacht, was zum Teufel soll das denn jetzt? Würde bitte die Tür... Ja, Ladevorgang. So, die Tür... Gut, die bleibt weiterhin zu, da soll ich auch nicht lang gehen. Oh oh, was denn jetzt schon wieder? Hilfe! Was zum... was... Hey, was ist das denn für ein kleines... Hey, das sieht ja... Oh, das sieht ja fast schon niedlich aus, oder? Was bist du denn für ein kleines... Wesen? Oder ist es vielleicht... doch gefährlich? Na, auf jeden Fall ist es ziemlich scheu. Aha! Samus, proceed through the hatch I just unlocked. Your next destination is a little further ahead. Aha. Okay. Jetzt hat er für mich die Tür entriegelt, das heißt... Oh. Da ist es ja schon wieder. Was ist das? Hm. Naja, scheint jedenfalls nicht sonderlich... gefährlich zu sein. Wie weit ist es denn jetzt noch von hier? Boah, das ist aber noch sehr weit. Also Freunde, ich glaube, da muss ich leider jetzt ausnahmsweise mal den Part mitten drunter beenden. Also ich habe jetzt... Wohl, kann ich nicht einfach zurückgehen? Nee, ich glaube, jetzt ist gerade die Tür hinter mir zugegangen, oder? Ja, ganz toll. Hier ist überhaupt so eine Art Barriere und hier kommen schon wieder Insekten. Nee, ich möchte nämlich nicht, dass immer nur halbstündige Parts sind. Es können ruhig auch mal ein bisschen kürzere Parts sein. Also, deswegen möchte ich eigentlich jetzt gerne mal auch diesen Part beenden, wenn ich hier irgendwie dazukomme.
Nein, nicht unbedingt. Man, ihr könnt mich mal alle kreuzweise. Ja, zack, zack und bam, so. Habe ich kaputt gemacht, dein Haus. So, hinten ist doch sicher noch so eins. Oder? Genau. Zack, bang, puff. So. Was zum... Ist hier was? Hier ist irgendwas. Aber wo? Genau hier außerhalb? Moment. Ist hier oben irgendwie so... Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Ist irgendwie so ein komisches... Ach, da oben! Seht mal, da oben ist doch ein Missilcontainer. Wie komme ich denn an den wieder ran? Hm, wartet mal kurz. Eine Sache will ich hier noch machen. Und zwar das Ding, was da oben so komisch... Achso, nee, Moment. Kann ich hier nicht... Haha! Reinrollen? Oh. Ah, was ist das denn hier? Nähere dich einem Terminal, um es zu bedienen. Okay, machen wir das mal. Was zum... Was war das denn gerade eben? Aha. Also wir sehen, das hier ist teilweise... Ja, künstlich erschaffen. Also die haben gerade mit diesem Ding hier den Himmel von draußen irgendwie simuliert. Weiß nicht, käme ich jetzt trotzdem zurück oder ist die andere Tür immer noch zu? Wartet mal, kann ich jetzt hier nicht irgendwie... Ich will... Warum kann ich denn hier nicht hoch, verdammt? Nee, aber jetzt wäre die Tür wenigstens offen. Ich möchte nämlich eigentlich gerne hier... zurückgehen. Nur zum Navigationsterminal. Ja, also von hier aus nach... nee, nicht nach da, sondern nach dort. Ich möchte gerne speichern und den Part beenden. Das ist hier halt schwierig bei dem Speicherungssystem, was es hier gibt, oder ist ja kein... Ach nö! Verdammt, das geht ja gar nicht. Ich komme ja hier gar nicht mehr rauf. Seht mal, hier rutsche ich ja ständig runter. Shit, 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 shit. Oh ne, das ist jetzt aber gemein. Ich will speichern. Was macht denn das hier? Speed Booster. Pah! Na, den habe ich noch lange nicht. Okay, so kann's gehen. Ja, dann Pech gehabt. Dann muss ich leider doch... Muss ich leider doch hier einfach Schluss machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich an diesen Missilcontainer da oben rankommen soll. Aber ja, muss ich halt hier Schluss machen. Tut mir leid, ich hätte jetzt gerne da vorhin noch gespeichert. Aber wenn ich leider nicht dazu gelassen würde, dann... Weil bis dahin, bis ich dort bin, da dauert es leider doch noch ein wenig länger. Und sonst ist der Part wieder überlang. Das möchte ich nicht. Ist eh schon eine halbe Stunde sicher wieder. Mache ich einfach hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle. So, am besten noch... So, Missiles aufgefüllt. Also, wir sehen uns. Ciao.